Buonasera, herzlich willkommen zur Medienkonferenz nach dem 16. Finalrückspiel gegen die SSC Neapel. Für den FC Zürich endet die Europa League-Kampagne hier. Wir haben nun unseren Cheftrainer Ludovic Magne da und möchten gern seine Analyse zum Spiel einholen. Buonasera e benvenuti alla conferenza stampa dei sedicesimi di finale. L'avventura per lo Zurigo è finita, abbiamo con noi il nostro coach Magnier con il quale potrete analizzare la partita. Ich glaube, wir haben eine Reaktion gezeigt. Was verlangt war, habe ich eine Mannschaft gesehen heute, die ganz andere Gesichter als letzte Woche. Ich denke, wir sind gut im Spiel reingekommen. Die ersten 20 Minuten haben mir sehr gut gefallen. Danach ist Napoli gekommen und wir nehmen diese Tor kurz vor der Halbzeit mit diesem Chip. Die eigentlich nur, wenn ein Spieler auf diesem Niveau ist, dann spielen kann. Und in zweiter Halbzeit haben wir die Chance mit Khelaifi, die mit der 1-1 vielleicht das Spiel ändert, aber wir haben eins oder zwei Torchancen gehabt über 90 Minuten. Und Napoli hat gezeigt, dass sie klar die bessere Mannschaft war, aber der Unterschied zwischen uns und Napoli war kleiner als im Hinspiel. Wir haben mit einer sehr jungen Mannschaft gespielt. Die Jungen haben mich heute Freude gemacht und das ist sehr gut für die Zukunft bei FC Zürich. Vielen Dank. Danke. Abbiamo giocato bene, la squadra ha mostrato un'attitudine diversa rispetto alla partita di andata. Nonostante il gol del Napoli, avremmo potuto se segnare anche noi, abbiamo avuto le nostre occasioni. E nonostante questo sono molto contento della mia squadra, è una squadra molto giovane e in questa partita di ritorno la differenza tra la nostra squadra e il Napoli è stata più minima rispetto a quella che c'è stata nella partita di andata. Ihre Fragen? Altre domande? Buonasera mister, Marco Giordano, calciomercato.com. Per chiederle, da conoscitore anche del calcio internazionale, quale pensa possa essere la dimensione del Napoli? Lei per esempio ha battuto in casa con la sua squadra il Bayer Leverkusen, se vede il Napoli più avanti rispetto ad altre compagini europee per la vittoria di questa Europa League. Grazie. È difficile sempre di comparare le partite quanto sono due cose differenti, però penso che Napoli ha più di maturità che cosa ho visto del Leverkusen. Napoli ha una grande esperienza, penso veramente e spero, perché quanto sappiamo che Napoli ha buttato noi fuori, che loro la vince. Così possiamo dirlo, abbiamo perso contro la squadra che ha spaccato tutto fino alla fine. Prego. Gibt's Journalisten, die eine deutsche Übersetzung brauchen? Also die Frage ging um, also was der Trainer denkt um die Mannschaft Neapel, da Zürich gegen Bayer Leverkusen gewonnen hat. Und also, was für einen Unterschied gibt es zwischen Neapel und Bayer Leverkusen? Und Bayer Leverkusen ist eine gute Mannschaft und Zurich hat verloren gegen Neapel und deswegen hoffen sie, dass Neapel Europa League gewinnen wird. Weitere Fragen? Ja. Altre domande? Posso, sì. Prego. Buonasera mister, sono Janicelli di Canale 21. Volevo chiederle, tra i giocatori del Napoli, tra le due partite, quella d'andata e quella di ritorno, chi è che le ha fatto la migliore impressione poi, avendoli visti giocare e conoscendoli soltanto, ovviamente, in linea teorica, prima di averli affrontati? Chi crede del Napoli abbia spessore e dimensione internazionale? Penso che sarebbe non corretto di parlare di uno giocatore stasera. Penso che su tutti e due partite ho visto due volte una squadra compatta con tante forti giocatori e penso che questa fa la forza del Napoli. Ma alla fine penso che quanto arrivare alle grandi partite
dovrebbe essere uno o due giocatori che farebbe la differenza. Per me, secondo me, sulle due partite, soprattutto la partita di andata, mi ha fatto Zielinski una impressione fortissima. Also die Frage geht um, es gab zwei Spiele zwischen Zurich und Napoli. Und welche Spieler haben der Trainer am meisten begeistert? Und der meint, dass es würde nicht korrekt sein, nur einige Namen zu nennen. Aber wenn man das machen muss, dann Zielinski, weil am ersten Spieler hat er sehr gut gespielt. Ja, Ludo, ich fand deine Aufstellung sehr mutig. Wie stark warst du das Risiko bewusst davon? Ja, weißt du, das Problematische ist, wenn du Trainer bist, du kannst nicht verlangen, mutige Spieler, wenn du selber nicht mutig bist. Und ich wollte auch mit der Aufstellung die Jungs zeigen, okay, der Trainer geht auf Tutti, der Trainer stellt offensiv auf und dann bleibt uns nicht anders übrig, als offensiv zu spielen. Aber ich habe auch vor dem Spiel gesagt, die Aufstellung war nicht entscheidend. Entscheidend war der Spirit. Der musste wieder richtig sein. Und wenn man merkt, jetzt für mich sind die 10 wichtige Tage wahrscheinlich in der Saison mit 2 ganz wichtigen Spielen, Meisterschaft und der Cup-Spiel. Und von dem her, wir müssen da nicht einfach zufrieden sein heute, sondern wir müssen schlafen gehen, gut essen, gut trinken, damit wir Sonntag den Fight gegen einen erholten Gegner annehmen können. Ok, la domanda del giornalista riguardava l'attitudine molto coraggiosa della squadra, anche dimostrata oggi, durante la partita, e l'allenatore ha detto che quando l'allenatore si mostra coraggioso, anche la squadra è coraggiosa, non potrebbe essere il contrario altrimenti. Adesso la squadra si deve essere rilassata, deve essere contenta di se stessa e della propria attitudine, deve concentrarsi sul campionato, hanno 2 partite molto importanti, quindi l'importante adesso è dormire bene, farsi una bevuta e poi concentrarsi sul campionato. Ludo, du hast gesagt, dass eines der großen Ziele sei gewesen oder sei jetzt an diesem Abend, das Image wieder aufzupolieren, das Flecken bekommen habe. Ist das gelungen heute Abend? Das muss andere beurteilen. Ich kann nur sagen, was ich erfunden habe. Ich fand, dass meine Mannschaft heute ein besseres Gesicht gezeigt habe als vor einer Woche. Dass der Unterschied mit Napoli war kleiner als vor einer Woche. Und ich glaube, wir verabschieden uns von der Europa League mit dem Kopf nach oben. Mit auch ein Versprechen für die Zukunft. Ich weiß es nicht, ich bin auch mit 17 im Profifußball gekommen. Ich weiß es nicht, ob ich schon mit 17 so gespielt hätte, wie ein paar junge Spieler heute in Neapel. Noch dazu die älteren Spieler haben auch einen super Job gemacht mit den Jungen. Weil nur Junge geht's nicht und die paar Ältere, die wir heute haben, haben auch denen sehr gut geholfen und das spricht mich positiv für die Zukunft. Wenn ich sachlich bleibe und schaue nur den Fußball, war noch ein klasse Unterschied am Ende. E la domanda riguardava appunto sempre l'attitudine della squadra, se c'erano insomma dei rimpianti e dei rimorsi. E per quanto riguarda, per quello che può dire l'allenatore, non può altro che essere soddisfatto, è una squadra molto giovane e quando si hanno giocatori giovani in squadra, senza esperienza, insomma tutto può accadere, quindi lui può ritenersi molto soddisfatto di come tutta quanta la partita è andata e si sente di poter dire che sono usciti dall'Europa League ma con la testa alta. Gut, dann beenden wir die Medienkonferenz an dieser Stelle, wünschen allen einen schönen Abend.